wenn du gegen den amtierenden Meister, der in der momentanen Situation 5 Punkte vor dem Zweiten in der Bundesliga rangiert, wenn du da so eine couragierte Leistung zeigst, wenn du ihn auch teilweise in die Probleme bringst, wenn du auch physisch nicht nachlässt, ja, sondern immer wieder da bist, richtig was zuzusetzen hast, dann denke ich, das sind dann genügend Punkte, auf die wir erstmal stolz sein können. Ja, in erster Linie natürlich das, dass wir den amtierenden deutschen Meister bis in die 120. Minute natürlich auch bekämpft und auch, denke ich, auch richtig gut dagegen gehalten haben. Aber jetzt kurz nach dem Spiel ist natürlich die Enttäuschung. Wir hatten ja eine Riesenchance mit dem Elfmeterschießen eventuell ins Finale einzuziehen und Geschichte zu schreiben, aber sollte heute nicht sein. Nein, ich glaube nicht. Wenn wir uns die Saison hat spielen sehen, war es immer so, dass wir nach Niederlagen immer aufgestanden sind, immer gezeigt haben, dass wir voll da sind. Und ich glaube, das macht uns nur noch stärker. Und das ist einfach eine gute Mannschaft, da sind super Jungs drin und wir werden am Samstag eine entsprechende Reaktion zeigen. Nein, weil wie gesagt, bei aller Traurigkeit, bei aller Bitterkeit, die wir heute erlebt haben, fußballischer Bitterkeit, muss man sagen, dass die Mannschaft doch wirklich gezeigt hat, dass sie in der Lage ist, sehr, sehr guten Fußball zu spielen. Und das muss uns wiederum Vertrauen geben. Ja, jetzt heißt natürlich, dass der Fokus wieder auf der Liga ist. Wir wussten auch, das Spiel einzuordnen, dass es natürlich ein i-Tüpfelchen wäre auf die Saison. Aber jetzt heißt es, wie man immer so schön sagt, natürlich aufzustehen. Das nächste Spiel steht schon wieder am Samstag an, ein wichtiges Heimspiel. Und natürlich, heute Abend ist noch jeder enttäuscht, aber morgen muss es einfach weitergehen.